Willkommen zum letzten Qualifying unserer F1 2021 Mega-Season. Das letzte Training und Qualifying, und das bedeutet auch das letzte Mal, dass die Formel 1 Training 1 und Training 2 mit der Fahrerpaarung, die wir jetzt haben, unterwegs war. Giovinazzi, Bottas wird ein Team wechseln, Giovinazzi und Kimi Räikkönen werden die Formel 1 verlassen. Und es ist halt jedes Jahr wieder diese Wehmut, die sich oft tut im kompletten Fahrerlager. Man weiß, es ist so Endstimmung, oder besser gesagt, es ist so Abschiedsstimmung bei manchen Fahrern. Abonniert gerne unseren Channel kostenlos für mehr Formel 1 News, aber auch gerne für mehr Formel 1 Gaming Videos. Schaut auch gerne auf IT-Gaming auf Instagram vorbei und auch gerne auf TikTok. Da kam auch die Hotlap schon am Mittwoch. Die kommt morgen und auch das Rennen zu dem hier. Und natürlich auch viele, viele Meinungen, meine Meinung zum morgigen Rennen. So, links wie mal unten in der Bier. Die erste Kurve ziemlich tricky. Es wurde einiges geändert. Bei uns im Game leider wie immer nicht. Hier bleibt eigentlich alles noch beim Alten. Dann wird gerade durchgefahren zur Haarnadelkurve. Wir müssen hier noch die Kurve 6, na 5, 6 und 7 fahren. Und die Kurve hier, diese Kurve ist eigentlich die nächste. Die lassen da die komplette Schikane aus. Dann wird weitergefahren. Ich zeige es euch nachher anhand von dem Bild. Und ja, dann. Ja, hier die lange Gerade, die ist eigentlich, da hat sich nichts verändert. Das ist eigentlich Mercedes-Sektor. Und Sektor 2 ist dann eher Red Bull-Sache. Und ja, gestern hat sich aber gezeigt, es war ein bisschen, anfangs sah es verdammt nach Verstappen aus. Dann übermächtig nach Hamilton. Ich bin sehr gespannt, wann dann im Qualifying die Hosen runtergelassen werden. Wer dann vorne ist und wer auch Weltmeister wird. Das ist natürlich die Frage des Jahres, oder besser gesagt die Frage des Wochenendes. Alles steht natürlich im Schatten des Fights. Diese komplette Passage ist auch weg. Hier ist eine langgezogene Linkskurve, die auch sehr, sehr tricky ist. Genau hier dann runter, das bleibt auch alles mal. Hier hat man dann auch bei Kurve 15, 16, 17 ein bisschen den Radius verändert, dass man schneller durchfahren kann. Hier unter anderem diese zu schnell, die Kurve, da ist gestern Valtteri Bottas angeditscht und auch Kimi Räikkönen hat da am Ende von FP2 sein Auto zerlegt. Das gucken wir uns aber nachher an. Letzte Kurve, leichter Windschatten oder wahrscheinlich jetzt schon bei uns ein Nachteil aus der letzten Kurve raus. Es geht in die Rennstrategie und das bedeutet für uns ein bisschen, wir reden über das gestrige Qualifying, wie gesagt, es ist so ein bisschen Wehmutsstimmung. Ich mag das nicht so, wenn das letzte Wochenende anbricht und man weiß halt genau, du wirst Giovinazzi wahrscheinlich nicht mehr wieder in der Formel 1. Kimi hat seinen Ruhestand bekannt gegeben. Eine Legende tritt wirklich ab. Also das tut mir echt weh. Ich mochte Kimi echt. Seine kaltschnäuzige und ja, teilweise echt lustige Art wird echt der Formel 1 fehlen. Er ist ein wahrer Racer und vor allem von Fairness, Halleluja, der versteht dieses Wort. Der hat das studiert. Hier haben wir die Strecke. Genau, da haben wir oben rechts mal natürlich diese Haarnadelkurve, die geändert wurde. Und hier vorne bei mir diese langgezogene 180 Grad Linkskurve, die ersetzt da oben diese kompletten Zickzackkurven. Die Boxenausfahrt, wohl die coolste Boxenausfahrt im ganzen Circle. Und auch mit der Helmkamera wurde wieder gefahren. Da ist ein Red Bull im Weg gestanden, aber im Training, glaube ich, gibt es noch keine Strafen oder so, doch ja, maximal Verwarnungen. Das ist jetzt hier die Kurve, die besagte, wo Bottas angeditscht ist. Und auch, gucken wir uns jetzt nachher gleich an, da habe ich hier im Bild. Echt nah kommt man denn die Wand hin, aber man kam auch früher schon nah an die Wand. Hier auch die Curbs sind ein bisschen geändert worden und man sieht, wenn man da ein bisschen zu viel will, da fliegen schon mal die Unterbodenteile. Das ist nicht gut fürs Auto, absolut nicht, aber man kann da auch nichts ändern. Da hast du Konfetti in der Luft. Verstappen hat dann das erste Freitraining mehr oder weniger dominiert. Der hat dann eine Runde rausgehauen und hat sich abgesetzt von den anderen. Gucken wir uns mal. Genau, das Endklassement. 2 Zehntel Vorsprung vor Bottas und sogar knappe 3,5 Zehntel vor Hamilton. Perez nur 4. Konstrukteurs-WM fehlen 17 Punkte, dass Mercedes den Titel holt. Also ich denke mal, die werden den Konstrukteurstitel holen. Mehr ist eigentlich eh egal. Ich meine, der Fahrertitel wäre noch der Bonus, aber fürs Team an sich ist der Konstrukteurs-WM-Titel eigentlich wichtiger. Yuki Tsunoda überraschend gut, auch Fernando Alonso. Aber man kann nach dem ersten freien Training jetzt noch nicht viel sagen. Auch die Red Bull wieder weiter vorne, ein bisschen enttäuschen. Jack Aitken durfte mal fahren, der Formel 2 Pilot, den hat man ja als Albon eigentlich versprochen, aber leider ist ein Albon gekommen und man konnte dann, ja, man hat dann auf Alexander Albon, den erfahrenen Red Bull Piloten, Ex-Red Bull Piloten, zurückgegriffen und nicht an Jack Aitken, der sich so schon wahrscheinlich große Chancen ausgemalt hat. Hier die Boxenausfahrt nochmal an die. Ja, das zweite Freitraining war ein bisschen Longrun-technisch, aber auch eingeschossen aufs Qualifying. Hier nun dieser Teacher von Bottas, der ist beim Rausbeschleunigen aus Kurve
keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall nach der schnellen Doppelrechtskurve, es tut mir leid, da ist ein geditscht. Ähnliche Stelle, wo wir gerade den Alpine ganz nah an der Morgen gesehen haben. Er war ein bisschen zu nah und Kimi noch näher. Der ist beim Rausbeschleunigen quer gestanden, ihn jetzt einmal weggedreht und hat Salerno sein Auto zerlegt. War aber auch am Ende des freien Trainings und das wurde dann gar nicht mehr gestartet. Red Flag, dann hat man das Auto weggeräumt und es waren nur noch 20 Sekunden oder so waren da drauf. Keine Erwähnung wert. Diesmal hat Lewis Hamilton dominiert mit 13 vor Ocon, der wahrscheinlich mit weniger Benzinlast gefahren ist und deswegen sich so weit nach vorne gekämpft hat. Auch aber mit 0,6 Sekunden Vorsprung vor Max Verstappen ist das echt ekelhaft. Also ich glaube, die haben da andere Programme gefahren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der über eine halbe Sekunde auf einmal schneller war. Aber die Hosen, wie gesagt, werden heute im Qualifying runtergelassen. Wem würdet ihr den WM-Titel gönnen? Ich glaube auf jeden Fall, mein Tipp vom Sommer, ich habe ja gesagt, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas. Bottas ist schon mal Dritter, aber wer Zweiter und Erster wird, wird sich morgen entscheiden. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Heute passiert schon mal sowas wie eine Vorentscheidung, da bin ich ein bisschen weit rausgekommen. Hier auf der Radius wurde geändert, man kann die jetzt Vollgas nehmen in Wirklichkeit. Ja, bei uns im Game leider nicht. Ich bin sehr gespannt. Das Qualifying wird heute schon mal vorentscheidend sein. Apropos Qualifying, willkommen hier in Saudi-Arabien nochmal zum Qualifying. Unser 41. Video einfach mal zu unserer Mega-Season. Es ist, ja, das 21. Wochenende und ich bin echt gehypt. Ich bin so gehypt, aber freue mich auch schon, wenn es endlich zu Ende ist. Ich meine, es war eine sehr lange Season. Spannende Rennen, so spannende Rennen haben wir, glaube ich, die letzten 5 Jahre als Formel 1 Fans nicht gesehen. Es ist ein Generationenwechsel, wenn Verstappen Weltmeister wird, aber auch nicht nur das. Selbst wenn Hamilton nochmal Weltmeister wird, ich meine, die erste Herausforderung war da, der Herausforderer heißt Max Verstappen und ich bin echt gespannt, wie das die nächsten Jahre weitergehen wird. Ich denke mal, Hamilton wird die nächsten 1-2 Jahre aufhören und dann, ja, heißt die Youngsters gegeneinander, George Russell, der ja Bottas seinen Platz übernehmen wird, wird dann wahrscheinlich gegen Max Verstappen kämpfen, der dann der Ältere, naja gut, sie sind gleich alt und das war auch unser erstes Coup, das konnten wir gut überstehen, war knapp mit Hamilton, aber konnten wir auch halbwegs noch mithalten, also das war okay. Hier haben wir auch das schöne Hotel, wo auch unter anderem Bayern mal übernachtet hat. Wie sie da auswärts irgendwie gespielt haben, habe ich mal gelesen. Es war auch das letzte Mal vor 47 Jahren, dass generell ein WM-Fight mit Punktegleichstand ins letzte Wochenende ging oder ins letzte Rennen ging. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe nur, Verstappen hält sich da wirklich an alle Regeln. Natürlich andersrum auch, aber ich meine, Hamilton hat mehr zu verlieren, wenn er ihn irgendwie probiert rauszudrängen. Verstappen hält drauf und die klatschen beide weg und Verstappen ist Weltmeister, weil er einen Sieg mehr hat. Also ich hoffe natürlich, das bleibt alles fair. Die Teamchefs haben sich bei der Pressekonferenz gestern versprochen, dass es fair bleibt. Aber ja, man weiß ja nie. Es gibt noch vielleicht einen Plan Z oder TOD oder so. Nein, aber ich meine, es kann immer irgendwie was unabsichtlich mit Absicht sein, aber auch für diesen Fall ist die FIA, oder besser gesagt, Michael Masi gewappnet. Er hat schon gesagt, wenn da irgendwas Unfaires zustande kommt, wird man schon mit einer Strafe reingehen, sodass der Fahrer, der das verursacht hat, genauso viele Strafen bekommt, dass er, oder genauso viele Punkte abgezogen bekommt, dass er nicht Weltmeister werden kann. Und das finde ich fair. Ich hoffe nur nicht so wie in Saudi-Arabien, wo man dann irgendwie, okay, du hast ihn zwar rausgekickt, aber wir streichen dir nur 3 Punkte oder so. Dafür kannst du Weltmeister bleiben. Und ich das verstehe, ja, ihr wisst, was ich meine. Ich fand das ziemlich lächerlich. Und das ist die falsche Richtung, dass sich die Formel 1 bewegt. Die richtige Richtung ist auf jeden Fall unsere Pace hier mit einer 1:35.1. Sind wir hier schnell unterwegs. Das neue Layout, 300 Meter kürzer, obwohl man eigentlich nur 2 Kurven geändert hat und einige Kurvenausgänge. Also es ist nicht viel, was man geändert hat, aber zeigt sich dann schon in den Rundenzeiten, die dann teilweise 2 Sekunden schneller sind als jene im Vorjahr. Aber Verstappen, ja, mit einer Sekunde Rückstand, aber die sind auch mit Gelb gefahren. Also da kommt auch die Erklärung, oh, da sind ein paar mit Rot gefahren und da gab es auch ein paar, die drangekommen sind. Q3 haben wir mal erreicht. Wir werden mit Rot starten, im Gegensatz zu unseren Teamkollegen und auch zu den Mercedes. Die werden mit Gelb starten. Es wird echt interessant.
Ich glaube, Hamilton hat dann auch nochmal auf Rot gewechselt zum Schluss. Aber Verstappen und auch Bottas werden mit Gelb starten. Jetzt habe ich es endlich. Wir mit Rot. Es wird ziemlich interessant werden, wie es im Rennen ausgeht. Guck gerne morgen vorbei. Da kommt Only das Race. Und in der Hotlap werden wir auch nochmal ausführlichst über das Qualifying reden. Sala, aber jetzt hier unsere finale Runde hier beim Rausbescheiden. Der Exit ist sehr wichtig, aber hier gibt es ein paar Linien, die ja die Runde gut machen können, aber auch scheiße machen können. Wir haben hier einen mittleren Exit erwischt, aber es ist unter anderem eine sehr, sehr gute Runde. Ich klatsche dann wirklich danach gleich meine Pole-Runde dran, die nicht so sauber war, aber trotzdem eigentlich gut. Sala, hier rauf beschleunigen, genau, links berühre ich ganz leicht den Körb, rechts traue ich mich nicht so. Da mache ich immer so einen riesen Bogen rum und berühre lieber außen den Körb, weil mir der ungefährlicher erscheint. Ja, es tut mir leid, aber das mag ich nicht so. Falls ihr Bock habt auf 5 Fakten zum Saudi-Arabien, guckt unbedingt gerne auf its-tobi vorbei. Uch, da muss ich den Ausweg nehmen. Es war jetzt nicht der sauberste Weg, aber die Lenkung funktioniert hier nicht richtig. Ich habe auch irgendwie nicht das richtige Setup. Ich bin zwar ins Wochenende reingestartet, hatte voll Bock, war voll motiviert. Leicht sad natürlich, weil das Rennen vorbei ist, aber ich komme da nicht so richtig klar. Es ist nicht meine Favoritenstrecke. Ich meine, man weiß hier natürlich, es ist zu Ende. It's the end of the round und so weiter. Nein, aber man weiß, es ist hier vorbei und jetzt letzte Kurve. Dann gucken wir mal, ob es auch vorbei ist für unsere Gegner hier. Zwar draus kommt, wären wirklich kein Track Limits gewesen. Gibt eine 1,34,8. Eine sehr, sehr starke Runde. Und jetzt geht's in die finale Qualifying-Runde. Exit sehr, sehr gut. Das Auto kommt immer ein bisschen. Hier hat auch Alonso gestern ein paar Probleme. Da touchieren wir leicht das DRS-Schild. Ganz, ganz knapp waren wir hier noch mit dem Hinterreifen auf den Track Limits. Hier war ich echt aggressiv unterwegs. Lila, da kann man echt viel Zeit gut machen bei der Kurve rein, aber auch bei Kurven. Aber auch natürlich viel Zeit schlecht machen. Hier beim Rausbeschleunigen eine halbwegs okay Linie treffen und das schaffen wir es. Die Zeit geht runter. Trotzdem sind wir 130.000stel im Delta. Das ist nicht gut. Plus im Delta. Das ist nicht gut. Wir bekommen zwar leichten Windschatten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der was bringt. Im Gegenteil. Ich meine, wir verlieren da sogar oben noch ein bisschen beim Anbremsen. Verlieren wir natürlich wieder. Aber ich habe hier einen besseren Exit wie vorhin und das sieht man nach oben rechts. Doch nicht. Der Exit war zum Scheißen. Okay. Jetzt gibt es DRS und Windschatten. Und das Problem ist, jetzt müssen wir auch nach Leclerc hier irgendwie überholen. Ja, da muss ich reingehen. Ach Mann, das ist nicht perfekt, wenn so... Ja, okay, das war nicht okay. Ich weiß, es war nicht okay, aber es war auch nicht okay, was Leclerc hier gemacht hat. Und wir haben uns eine Zehntel hier erschlichen. Es war, wir gucken mal, ob die 1,34,8 auch gereicht hätte, um die Pole zu bewahren. Aber hier verliere ich wieder ein bisschen Zeit. Aber gerade im letzten Sektor kann ich ein bisschen Zeit gut machen. Für Ausführlicheres zum heutigen Qualifying und auch, ja, meine Predictions und vieles mehr seht ihr morgen im Rennen und auch, oh mein Gott, in der Hotlap, da verlieren wir wieder eine Zehntel. Schaut gerne auf Instagram vorbei, wie gesagt, IT-TikTok, IT-schaut gerne vorbei. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao. Bis morgen. Das war's.